Ja, Citizen Science-Projekte erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, denn dass sie Massendatenaufnahmen ermöglichen, bietet in der Wissenschaft neue Chancen. Und es gibt auch sonst sehr viele Gründe, warum solche Projekte gefördert werden sollten. Ob sie aber auch für die originär fachwissenschaftlichen Erkenntnisprozess sinnvoll sind, bleibt immer noch etwas umstritten. Der Blick auf die genealogische Forschung verbindet sich mit der Skepsis, die eigentlich in zwei Punkten schon ein bisschen älter ist und in einem Punkt vielleicht sich auch mit digitalen Dingen verbinden. Was wollen wir also hier heute diskutieren? Einerseits besteht ja die Skepsis schon längere Zeit, seit den 1980er Jahren, in der Verwendbarkeit dieser spröden Daten, die eine geringe Analysetiefe besitzen. Der spröde Charme der seriellen Quellen und die Schwierigkeiten auch der damaligen Zeit, Massendaten noch ohne KI-Technologien zu komplexen Datenanalysen auszuwerten, führte zeitweise zu einem Stagnieren solcher Projekte. Lassen sich jetzt also mit neuen Technologien und Ansätzen diese spezifisch in den Citizen Science und zu ganz anderen Zwecken, wie beispielsweise der Genealogie, digital erschlossenen Massendaten sinnvoll für historische Forschung gewinnen und lohnt diese Arbeit? Das soll unser erster Aspekt sein. Das zweite Unbehagen bezieht sich auf die Qualität von Daten. Dazu haben wir ja heute auch schon einiges gehört. Können die durch Crowdsourcing gewonnenen Daten qualitativ tatsächlich so beschaffen sein, dass wir daraus verlässliche historische Erkenntnisse ziehen können? Nicht nur in der historischen Forschung, sondern in der Wissenschaft insgesamt wird immer wieder Skepsis gegen die Datenqualität bürgerwissenschaftlicher Projekte laut. Und der dritte Aspekt. Es ist aus digitaler Perspektive. Und zwar die Frage nach der Rolle von Distinct Reading und Close Reading, die ja schon immer wieder diskutiert wurde. Crowdbasierte Daten werden wie Digital Born Daten häufig als Big Data wahrgenommen und verwendet und daher mithilfe der Methoden des Distinct Reading ausgewertet. Daher liegen bei der Datenerfassung und Bereitstellung nicht wie bei üblichen Forschungsprojekten bereits konkrete Fragestellungen zugrunde. Die Datenkritik, egal wie man sie jetzt benennen will, erfordert daher nicht nur ein Verständnis für die Produktionsbedingungen und natürlich für die Quellenkritik, sondern auch der Prozesse, wie und was in den Datenmengen eigentlich mit welcher Qualität aufgefunden und schließlich analysiert wird. Das haben wir ja eben auch schon gehört. Dies ist immer seltener mit menschlicher Logik kontrollierbar, wie auch seltener danach gefragt wird, ob die inneren Strukturen der aufgefundenen Daten eigentlich dann auch kompatibel sind mit den Analysemethoden, die uns zur Verfügung stehen. Und dies möchten wir jetzt anhand einer Diskussion führen, eines Datensatzes oder Datenkonvoluts, das zwischen 2003 und 2022 vom Verein für Computergenealogie entstanden ist, nämlich der Adressbuch-Datenbank. In der von uns verwendeten Kopie, die wir im April 2022 gezogen haben, befinden sich beeindruckende 10,5 Millionen Einzeleinträge zu Adressbüchern. Die Quelle selbst sind vermutlich fast allen hier Anwesenden gut vertraut. In den Adressbüchern gibt es in einer leider nicht immer ganz stringenten Reihenfolge, was eben die Anwendung maschineller Verfahren auch immer ein bisschen schwierig macht, viele Angaben zu Vor- und Nachnamen, gelegentlich eben bei Frauen auch Geburtsnamen und Familienstand, von Berufen, einer Wohnadresse, zum Teil Telefonnummern, Hausbesitz, Firmen etc. Ab 2003 begannen Freiwillige und Mitglieder des Vereins für Computergenealogie in verschiedensten Projekten nicht nur eine Gesamtübersicht über heute über 12.500 Adressbücher zusammenzutragen, sondern sie auch zu transkribieren. Zunächst wurden 450 Adressbücher in Offline-Datenbanken erfasst, also von der Excel-Tabelle bis zur komplexen Datenbank. Der zweite mit dem sogenannten Dateneingabesystem DES erfasste Teilbestand umfasst über 280 Adressbücher und circa 6,5 Millionen Einzeleinträge. Beide Datenbanken sind heute online abrufbar und stehen unter einer freien Lizenz für die Nachnutzung zur Verfügung. Mit dem webbasierten Dateneingabesystem DES wurde ab 2014 die Verknüpfung von Quellenscan und Dateneintrag ermöglicht,
was die Qualitätskontrolle und auch die Korrektur wesentlich erleichterte, weil sie nicht nur die Beziehung von Original und der digitalen Derivat erhält, sondern eben auch mit einer Einführung eines Redaktions- und Ticketsverfahrens, das für Transkribierende die Meldung von Leseproblemen und die Reaktion darauf, die schnelle Korrektur durch Projektbetreuerin erlaubte. Vorteil des DES war auch eine stärker vereinheitlichte, strukturierte Aufnahme, die mit Codebüchern und Projektbeschreibungen in einem gemeinsamen Wiki-System Richtlinien für diese gemeinsame Bearbeitung festschrieb. Dies sind Qualitätssicherungsmaßnahmen, die selbst in vielen wissenschaftlichen Projekten selbst heute noch nicht unbedingt immer Standard sind, obwohl sie es natürlich sein sollten. Spannende Frage ist nun also, wie fällt die Datenqualität dieser Projekte aus, die von einer Vielzahl von Freiwilligen eingegeben wurden? Um dies zu ermitteln, haben wir mit sehr verschiedenen Werkzeugen und Techniken wie R, OpenRefine, SAS und SPSS verschiedene Plausibilitätstests, Versuche zum Datenmatching, Doublettenabgleich und zur Datenbereinigung gemacht, sowie durch die Einspielung kontrollierter Vokabulare eine Gegenprüfung zur inhaltlichen Konsistenz vorgenommen. Insgesamt haben wir mit solchen Strategien natürlich auch eine Qualitätsprüfung vorgenommen, die auch bei heute verwendeten KI-Technologien immer wichtiger wird, um zu prüfen, was eigentlich extrahiert und gefunden wurde und wie vollständig, passfähig und verwendbar solche Daten überhaupt sind. Das haben Citizen Science Projekte und Digital Born Datenbestände, glaube ich, gemein. Sowohl zur Datenkuration wie zum Qualitätstest und zur Anreicherung der Daten haben wir drei kontrollierte Vokabulare herangezogen, die ich ganz kurz benennen möchte. Als erstes wurde das geschichtliche Ortsverzeichnis GOV herangezogen, um ein räumliches Auswertungsraster zu erzeugen. Dazu wurden aus der GOV-Kennung die eigentlichen Raumbeziehungen gefiltert und die insgesamt über 27.000 Ortskennungen und Bezeichnungen, die wir in der Datenbank vorgefunden haben, in circa 1.400 Orts- und Raumstrukturen, also städtische und ländliche Gemeinden, Kreisen etc. überführt. Der Vorteil des GOVs, einer Entwicklung des Vereins für Computergenealogie, besteht gerade im Vergleich zu Systemen wie GeoNames oder GND darin, nicht nur Geokoordinaten anzubieten, sondern eben auch inhaltliche Kontextinformationen, die multidimensionale Analysen ermöglichen. Zudem gibt es Wege, die Daten mit GOV-Informationen auch nachträglich anzureichern, also mithilfe einer API, die über OpenRefine praktisch per URL abgerufen werden kann. Zweitens haben wir die Ontologie der historischen deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen zur Klassifikation der Berufe herangezogen. Sie kann Tätigkeiten A in 5 verschiedene granulare Abstufungen von Branchen und Tätigkeiten klassifizieren, die in der ersten Gruppe 10 Berufsgruppen klassifizieren und in der letzten über 1.900. Und B kann sie 6 verschiedene Anforderungsniveaus von der Hilfskraft bis zur Führungskraft bestimmen. Bei der Zuweisung der Klassifikation ergaben sich vor allen Dingen auch Herausforderungen, die viele Abkürzungen und Schreibvarianten umfassten, was auch ein Problem für KI-Technologien mit ihren Distanzmaßen und Wortlängen darstellt. Dies hat auch damit zu tun, dass diese Abkürzungen meist sehr ähnlich ausfallen und schon ein Zeichenunterschied eine andere Klassifikation nach sich ziehen kann. Die automatisierte Zuweisung durch ein 1-zu-1-Matching erbringt deshalb nach wie vor die besten Ergebnisse, bedeutet aber eben auch einen sehr hohen personellen und rechnerischen Einsatz für die Bereitstellung der Varianten und eben eine sehr viel geringere Trefferquote als mit Technologien von maschinellen Learning oder KI, die allerdings wiederum ein sehr hohes Pre-Processing benötigen und immer einen deutlichen Informationsverlust und auch falsche Zuordnungen nach sich ziehen. Ob diese Verfahren also genutzt werden, hängt letztendlich auch von der später bedurften Analysetiefe der Daten ab. Wenn ich am Ende eigentlich nur den Einsteller brauche und nur 10 Berufsgruppen klassifizieren will, dann kann ich eben auch mit mehr Unschärfen und weniger Informationstiefe leben als andersherum. Schließlich wurden alle Vornamen mit einer Geschlechtszuweisung versehen. Hier konnten wir leider noch nicht auf ein fertiges Vokabular zurückgreifen, sondern mussten das selbst erstellen.
Alle drei Vokabulare werden über NFDI for Memory auch der Community jetzt zeitnah zur Verfügung gestellt. Wie sehen nun unsere Ergebnisse der Qualitätstestung aus? Dabei können wir hier zwischen normierter und nicht normierter Dateneingabe vergleichen. Während die Vornamen und Berufe als Originalbezeichnungen eingetragen wurden, waren bei den Adressen und Orten schon die normierten Varianten zugeordnet, die von Administratoren zugewiesen wurden. Entsprechend der Aufnahme, variiert die Anzahl der aufgefundenen Varianten analog der Aufnahmeform natürlich erwartungsgemäß erheblich, was auch die Zuordnung und die Aufbereitung der Daten eben beeinflusst. Die Zuordnung eines Geschlechts zum Vornamen oder auch die Zuweisung der Klassifikation der Berufe war natürlich aufwendiger, weil die ja nicht normiert waren. Der Aufwand zur Datenkuration wird also bei Originalbezeichnungen höher. Sollte man deshalb normiert erfassen, wie das heute auch schon mal angesprochen wurde. Bei der GOV-Kennung lässt sich eben die geringste Schwankung von Varianten feststellen, was einmal als Vorzug natürlich gedeutet werden kann. Man kann hier sehen, dass auch relativ wenige, wenige Einträge falsch waren oder fehlerhaft. Wir haben also die GOV-Kennung auf die Ortsnamen zurückgespielt und in lediglich 1,6% aller Fälle gelang es nicht, aus dem existierenden GOV eine Geokoordinate und weitere Informationen zuzuspielen. Allerdings fielen qualitativ ähnlich auch die Berufsangaben, die eben original vorhanden waren, aus. Unter diesen waren lediglich 23.572 Fälle falsch im Beruf zugeordnet. Dort standen beispielsweise Ortsbezeichnungen oder andere falsche Angaben. Das entspricht lediglich 0,26% des Gesamtdatenbestandes. Also man könnte hier, aus Zeitgründen lasse ich jetzt mal andere Qualitätsbeispiele weg, grundsätzlich durchaus eine sehr hohe Qualität der eingegebenen Daten hinsichtlich der formalen und entitätsgenauen Eintragung bewerten. Gerade die normierte und nicht normierte Eingaben unterscheiden sich wenig. Vorzug der nicht normierten Eingaben ist allerdings, dass man immer wieder auf das Original zurückgreifen kann, was eine höhere Informationsbreite, eine bessere Nachnutzbarkeit und auch eine bessere Kontrollmöglichkeit erlaubt. Denn hier ließen sich immer wieder falsche Zuordnungen gleich abgleichen. Zweite Frage war nun, ob sich diese Daten auch wissenschaftlich verwenden lassen. Ein Blick auf die raumzeitliche Verteilung der aufgenommenen Adressbücher zeigt eine relativ gleichmäßige räumliche Verteilung, wobei sich Schwerpunkte im heutigen schleswig-holsteinischen Raum, in Nordrhein-Westfalen, im Gebiet zwischen Frankfurt-Main und Saarbrücken, in Sachsen und Schlesien zeigen. Einzelne Adressbücher stammten auch aus Südamerika oder Shanghai. Die zeitliche Verteilung der Aufnahmen dagegen erfolgt oder erfordert mehr Diskussion. So lassen sich die Adressbuchaufnahmen in einem Zeitraum zwischen 1630 und 1965 finden. Zeitliche Cluster lassen sich aber besonders im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik beziehungsweise in der Zeit des Nationalsozialismus finden, wobei jeweils mehr Daten für das 20. als für das 19. Jahrhundert zur Verfügung stehen. Damit verbinden sich natürlich auch Herausforderungen, die auf die Auswertungsmöglichkeiten Auswirkungen besitzen. Nur bei einem Viertel der Kommunen, die Adressbücher sind also hier jeweils einzeln als Spalte abgetragen, gab es tatsächlich Aufnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Manch wünschenswerte Auswertungsverfahren wie etwa Panel-Analysen, also Querschnittsanalysen für einen bestimmten Satz an Orten zu verschiedenen Zeitpunkten, sind also mit diesen Daten bisher nicht möglich. Mit der Masse der Daten wären durchaus Zeitreihenanalysen möglich. Diese verteilen sich aber auf verschiedene Orte und analysieren so verschiedene Berufsstrukturen an unterschiedlichen Orten. Das ist methodisch zumindest diskussionswürdig. Und dennoch repräsentiert der Datensatz bereits eine gut verteilte Stichprobe über städtische Verdichtungszonen im Reich. Genau solche Daten fehlen in Ermangelung spezialisierter Forschungsdatenzentren für historische Mikro- und Zensusdaten in Deutschland. In anderen Ländern gibt es die sehr wohl und in der modernen Sozialwissenschaft auch.
Wir würden empfehlen, hier die methodischen Nachteile daher in Kauf zu nehmen und stattdessen noch stärker auf eine Zusammenarbeit mit Citizen Science zu setzen. Denn sie helfen uns mit zwei Strategien, um zum Ziel zu kommen. Das erste wäre, gezielt Aufnahmeprojekte jetzt für bestimmte Zeiträume und Orte zu initiieren, um eben diesen Datensatz einfach noch dichter zu machen und das eben auch wissenschaftlich zu koordinieren. Das zweite wäre eben auch hier die Möglichkeit, stärker auf solche Verfahren und auf Identifizierungsverfahren des Record-Linkage zu setzen, um beispielsweise Personen, Adressen und Haushalte auch aus anderen Quellen zu verknüpfen und damit die Datendichte insgesamt zu erhöhen. Mit solchen Verfahren kann eben auch aus den spröden Quellen ein sehr komplexer Datenbestand entstehen. Können wir nun also entlang von solchen heterogen gewachsenen Digital- oder eben auch Citizen-Born-Daten neue Erkenntnisse für unsere Wissenschaft generieren? Lohnt sich also dieser ganze Einsatz? Anhand eines einzigen Analyseergebnisses zur Frauenerwerbsarbeit möchten wir sozusagen als Schnappschuss hier ein überschwängliches positives Ja setzen. Intensivere Einblicke vermittelt unser Paper zur Tagung, das wir allerdings noch nicht abgegeben haben. In der Forschung wird immer wieder die Wirkung des Ersten und Zweiten Weltkrieges als Katalysatoren weiblicher Erwerbstätigkeit ganz stark gemacht. Anhand unserer Daten lässt sich sehen, ich drücke immer auf das falsche Ding, dass der Einbruch aber gerade in den Kriegszeiten erfolgte. Also hier die weibliche Erwerbstätigkeit, die prozentual dargestellt wird, die gerade in den Kriegszeiten stark absinkt. Stattdessen war es die Weimarer Republik, die mit der Abschaffung des Arbeitszölibats offenbar weibliche Erwerbstätigkeit stärker förderte. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg stieg der Anteil der Frauenarbeit erst nach dem Krieg an und dauerte bis Mitte der 1950er Jahre an. Nicht der Krieg, sondern die Besonderheiten der Nachkriegszeit förderten also weibliche Berufstätigkeit und Haushaltsführung. Über alle Berufsbranchen lassen sich diese Verschiebungen nachweisen. Außerdem gibt es unterhalb der verschiedenen Berufsbranchen sehr viele Verschiebungen. Ein sehr schönes Detail hier, der Vergleich des Auseinanderfallens von Produktion, blau dargestellt, und Transport- und Sicherheitswesen, wo der Bruch, also von 1850 bis zum Ersten Weltkrieg, ist das ungefähr gleich. Und dann in der Weimarer Republik driftet das stark auseinander. Hier wäre eine These A, dass die Motorisierung des Verkehrs doch weibliche Erwerbsarbeit erst einmal verhinderte oder blockierte, und B, dass mit den Verwaltungstätigkeiten, die in dieser Zeit entstanden, attraktivere Arbeitsplätze entstanden. Generell lässt sich also eine hohe Qualität der Citizen Science Daten konstatieren, obwohl das Datenkonvolut über zwei Jahrzehnte entstand, mehrere technische Erfassungsarten durchlief und von einer Vielzahl von Akteuren ausgestaltet wurde, besitzen die Daten eine hohe Datenqualität. Aufgrund des Fehlens von Zentren für historische Mikrodaten erfüllen diese vereinsgenealogischen Datenbanken und Initiativen für unsere Forschung eine extrem wichtige Funktion. Daher ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Bürgerwissenschaften und akademischer Wissenschaft ebenso empfehlenswert wie der Aufbau gemeinsamer Datenbestände. Das würde auch die gezieltere Steuerung von Bedarf an Daten und Kurationsmöglichkeiten erlauben, aber eben auch die Weiterentwicklung hinsichtlich von Methoden des Close Readings. Zweitens finden wir, dass Datenaufnahmen favorisiert werden sollen, die nicht normiert erfolgen, sondern die Originalbezeichnungen mit aufnehmen. Denn dies bietet den Vorteil der Verbindung von Originalquelle und Transkript, der Verhinderung von Informationsverlusten und später auch die bessere Nachnutzbarkeit von Quellen, indem neue Kategorisierungen hier angesetzt werden können. Um diese Datenpraktiken zu erleichtern, braucht es also Datenkurationswerkzeuge, die A, diese Qualitätstestung, die Kuration übernehmen und letztlich auch analyseunterstützende Informationen einspielen können. Gleichzeitig können solche Instrumente dann in einem Vokabular zusammengefasst und veröffentlicht werden.
Dies soll auch Teil der Initiative von NFDI for Memory werden und Sie alle können am erfolgreichen Gelingen dieses Vorhabens teilhaben. Wir wollen ein Register für solche Vokabulare erzeugen und bei unserem ersten Community-Treffen am 10. Juli können Sie sich also über die Mailingliste gerne anmelden. Insgesamt lassen sich also bereits aus diesem Datensatz und dem spröden Charme der Adressbücher mit geringer Informationsbreite durchaus zahlreiche Erkenntnisse hier zur Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern und über eine lange Zeitreihe gewinnen. Durch neue Techniken der Verlinkung und Vernetzung von Vokabularen und Normdaten lässt sich dieses Erkenntnispotenzial bestimmt noch stark steigern. Dankeschön.